Damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Try Farming Simulator 2015. Und was machen wir heute? Heute fahren wir Massey Ferguson. Und ich zeige es euch gleich mal. Da oben Feld 4. Das ist gerade kahl. Aber wir brauchen noch eine Wiese. Ein bisschen mehr um unsere ganzen Mukus und ähnliches. Die müssen ja alle versorgt werden. Und deswegen hole ich mir jetzt mal die Saatmaschine und du ein bisschen Gras aussehen. Ich sehe gerade, den müssen wir auch bald wieder tanken. Schleicht schon wieder einer hier lang, ne? Ah gut, hier vorne ist eh bloß 30. Müssen wir auch ein bisschen abbremsen mit. Obwohl, der fährt wirklich sehr, sehr langsam. Was ist denn mit dem los? Naja, es ist Sonntag, da fahren alle ein bisschen langsamer. Wer weiß, was Samstagabend so war. Bei mir nicht. Die Ecke sieht man immer so schlecht. Ich tue mich jetzt einfach mal langsam rausschieben. Ja, komm. So, gehen wir ein bisschen Stoff. Oh, halt, ganz so schnell dürfen wir ja gar nicht. Am besten fahre ich. Ja, ich fahre am besten hier lang. Feldweg. Ah, da stehen noch die Saatpäckel. Die müssen auch mal noch weg. Vor allem, da die so halb im Weg rumstehen. Müssen wir mal sehen. Den müssen wir dann auch mal wieder auffüllen. Ist eh gerade, die ganzen Schläge sind alle leer. Die müssen erstmal alle wieder frisch aufgefüllt werden. Ein bisschen aufgestockt und ja. Ich muss auch, glaube ich, mal die Wiese, also das Gras hier ein bisschen schneiden wieder. Das ist ja echt ganz schön heftig geworden. Ich verpasse die Ausfahrt immer fast ein bisschen. Ist halt ziemlich eng hier und nicht viel Platz. Über die Brücke ist immer schön, was wir schön langsam machen, damit man ja nicht drüber springt. Wir hatten letztens einen Lehrling. Der wäre fast in den Graben gesprungen über da, bei der Brücke. So einen Zug drauf gehabt und hat das wirklich unterschätzt. Der hat so ein Schwein gehabt. Aber naja. Ah, wer hat denn die Ballen hier liegen lassen? Müssen die ganzen Ballen noch die müssen noch einsortiert werden. Die kommen eigentlich da hinten. Unterm Schauer. Die müsste man halt bloß mal noch einsortieren. Hatte gedacht, Colin macht das eigentlich. Naja, wohl nicht so ganz. Na gut, was soll's. Aber ich bin eigentlich hier, weil ich jetzt die Grassämaschine holen will. Nichts anderes. Ist aber sehr eng geparkt an der Wand. Alles klar. Müssen wir auch. Die können wir gleich rückzu auffüllen, weil da stand ja am Wegesrand gleich noch Saat. Da müsste bestimmt auch noch ein paar Packen Grassaat dabei sein, da können wir das dann auffüllen. Muss mal aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell werde. Ah!
Brems. Hier dürfen wir doch nicht so schnell runter. Nicht so schnell. Hier müssen wir auch ganz, ganz mit Gefühl um die Kurve herum. Genau, so ist gut. Ach so, hätte ich vielleicht... Wir können auch, denke ich, gleich unten herumfahren. Da war das jetzt ein bisschen Umweg. Ja, seht ihr mal, über die schöne Brücke. Da muss man schon ein bisschen, ja, ein bisschen mit Gefühl drüber machen. Sonst springt man da sonst wohin. Auch hier sieht man immer alles schwer einzusehen, aber schnell kommt ja eh niemand lang. Beziehungsweise außer mir. Es ist da eh nicht viel Betrieb. Höchstens mal ein Fahrrad oder ein paar Fußgänger. Aber naja, was mache ich denn? Ja, so viel dazu zum Sonntagsfahrer. Blinker sind für mich irgendwie noch ein bisschen schlecht erreichbar. Das muss ich mal noch ändern. Die schleichen alle hier lang, ey. Was ist denn heute los? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ist heute große Blitzeraktion oder was ist hier los? Meine Güte. Ist ja wirklich schlimm heute. Dann geht einfach mal die Schranke auf. Naja, machen wir mal ein Tempomat rein. Wir wollen ja hier nicht, dass sich die Leute wieder aufregen. Oh, der spart jetzt schon wieder mit seinen großen Treckern hier lang. Und die Kinder, die spielen auf der Straße. Ich passe ja eigentlich immer auf. Schön Messi Ferguson. Noch nicht der ganz große, aber vielleicht kommt die 8. Reihe auch mal bei uns ins Haus. Mal sehen. Demnächst noch nicht gleich. Ich habe mir ja letztens den Deutz hier mal probiert. Neue 9er Serie. Hat mir halt sehr gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass ich vergessen habe, Saatgut aufzufüllen. Naja gut, wir müssen das eh zwischendurch nochmal auffüllen. Nützt ja nichts. Von daher mache ich es halt erstmal noch alle, ne? Können wir eigentlich wieder ein bisschen Gas geben. Ich überhole den jetzt mal, was auch immer der hier zu viel getrunken hat. Sonst kommen wir ja hier nie an. So. Benzinpreise, wie sieht sie mit dem Diesel aus? Naja, sind ein bisschen typisch zum Sonntag, ein bisschen teurer, aber ich wollte heute eh eigentlich nicht unbedingt tanken. Das müsste ja noch reichen. Ich habe auch noch beim Hof im Tank, ist ja auch noch was drin, ne? Also von daher... So. Ah, was ist denn heute los, ey? Das sind aber halt auch sehr enge Kurven hier, ne? Da muss man jetzt immer ganz schön Betrieb machen, dass wir hier hochkommen. Ja, da muss er ganz schön kämpfen. Kämpf. Das ist halt auch eine ganz schöne Steigung hier. Ja, aber so ist es halt an der Küste. Da ist das meistens ein bisschen steiler. Ja? Naja, die alte Burg. Da kann man gut Kaffee trinken. Ja, kann man sehr gut Kaffee trinken. So. Jetzt wollte ich hier anfangen, ne? Ein bisschen aufpassen. Ja, über den Acker. Na
herkommen. Es ist halt alles frisch gepflügt und da müssen wir jetzt mal sehen. Es ist aber halt alles recht trocken, da sollten wir gar nicht so schlecht drüber kommen. So. Ich fahr mal aus das Teilchen, ne? Und GPS machen wir mal schnell an. Obwohl, mal einen kurzen Moment. Automatic. Richtung hat's schon. Dann machen wir mal ein bisschen Offset niedriger, damit wir hier nicht in die Bredouille kommen. Dann können wir wieder wegschalten. So, wie sieht's aus? Bis. Na, die Ausrichtung gefällt mir aber noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen drehen. So sollte das funktionieren. Offset. Ich möchte keinen Offset. Offset. Kann ich ja auch ausschalten. Ah, alles klar. Ja, ich denke, wir können insgesamt Vorgewände vielleicht noch ein bisschen mehr Platz lassen. So, das ziehen wir dann am Ende alles durch, ne? Ja. Das sollte funktionieren. Setzen wir mal nochmal ein kleines Stück zurück hier. Ist noch nicht mal abgesenkt. Ah. Okay. Anschmeißen. Und absenken. Mal ganz schön durchziehen hier. Und da wird's schon grün, der Teppich. Sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. So, hier die Spur wieder rein. Da wird's gleich grün, wird's da. Ah, wackelt ganz schön, ey. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser GPS ein bisschen nicht ganz so korrekt anzeigt, wie ich mir das wünsche. Wieder links herum. So, fahren wir einfach hier lang. So. Ah. Holter die Polter. Ich hätte vielleicht doch erst nochmal gerade grubern sollen. Jetzt ist das hier so huckelig, wenn man da was sehen möchte. Aber ne, jetzt haben wir einmal angefangen und jetzt muss die Wiese auch hierher. Nützt ja nichts. Ich hoffe nur, dass das GPS jetzt uns keine Fehlinformationen zeigt, weil wenn das jetzt mit der Breite nicht stimmt, dann wird's Mist. Ich probiere das jetzt gleich nochmal. Ob das jetzt miteinander abschließt, sonst kann ich ja gleich fast nochmal anfangen. Oder halt das gleich noch ein bisschen verkleinern.
Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Jetzt mal eher aufpassen, dass es bei dem Gewackel nichts verschüttet geht, ne? Da wird's grün. Grün, grün, grün. Grüne, saftige Wiese wird's. Ich versuche jetzt mal rechts herum. Da werden wir nicht gleich rumkommen. Aufpassen, dass wir es nicht zu sehr einknicken. Noch ein Stück. Ah, reicht das? Ja, es reicht. So, jetzt nehmen wir mal das hier. Und runter damit. Ja, verdammt. Das passt überhaupt nicht. Ah. Hat auch ganz schön zu kämpfen, ne? Ja, das hätten wir vielleicht anders angehen müssen. Das hätten wir anders angehen müssen. So, das muss ich gleich nochmal umstellen hier. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel. 7,3 sagt er uns jetzt. Naja, dann gehe ich mal auf 6,7. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Bahnen ziehen, aber dafür sind wir dann auf der sicheren Seite, dass wir hier. Kommt denn da schon wieder mit den Offset her? Ja, kein Offset. Verstehe ich nicht. Ist halt mit der Technik, ne? Hm. So, sieht das jetzt vernünftiger aus? Ja, ich denke, so funktioniert das. Das schließt zumindest gut ab. Ist natürlich schade, aber was soll's. Und wieso ist da noch ein... Da ist noch ein Heugebund. Was? Wieso ist da noch ein Heugebund? Oder Gras, oder ich weiß gar nicht mehr. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Da muss ich dann... Ich schreib mal Colin eine SMS. Mal sehen, ob er es liest. Er soll dieses Ding da abholen. Er hat denn das auch hier vergessen? Ich meine... Versteht keiner. Ich hoffe, der kommt dann bald. Ziehen wir erstmal hier rein, ist nicht so schlimm. Naja, schön ein bisschen Wiese. Obwohl so richtig gerade wird das so oder so nicht. Habe ich das Gefühl. Weil seht ihr das? Das ist doch schon wieder... Ach, da...
Ah, da passt das dann natürlich gleich an, ne? Während des fahrenden Betriebs das umzuschalten, ist auch sehr schlau. Wow. Ich weiß wirklich nicht, was heute los ist. Irgendwie ein ganz, ganz komischer Tag. Müssen dann eh bald mal neue Samen holen, ne? Da muss ich dann noch ein paar Mal fahren hier. Schöner Mist. Aber jetzt passt es doch von der Weite, oder? Ich stell das jetzt nochmal um. Müssen wir noch einmal kleiner stellen. Aber ich denke, jetzt müsste es passen, oder? Ja, ich denke, so sieht gut aus. Bin ich ein bisschen zu weit gefahren? Jetzt sollte es aber definitiv passen. So sieht gut aus. So wird das dann auch alles grün. Aber davon muss ich eh nochmal fahren. Und Colin muss auf jeden Fall... Ich hoffe, der hat das gelesen. Da muss man jetzt bald mal mein Gebund da wieder abholen, ey. So. Ja, ich denke noch zweimal, dann können wir schon fast neues Saat holen. Denke ich zumindest. Schöne Huckelpiste. Huckelfahrt. Uiuiuiui. Aber gut, ich denke, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Auch wenn es ein bisschen, aber, wer weiß, ist heute vielleicht ein komischer Tag. Wer weiß. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei wart. Lasst euch gut gehen, euer Evil Bob. Und ich schnauze Colin gleich nochmal an, dass er diesen scheiß Gebund da holt. Und dann werde ich erstmal neues Samen holen müssen, ne? Na gut, okay, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut.